Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Bereich Sicherheit, Sicherheitspakete und wie schlecht sie alle sind. Ja, also ich habe hier mein das neue Kaspersky Security Suite CBE 2011 drauf gezogen auf meinen Rechner. Ist umsonst hier, Lizenz habe ich noch ein paar Tage. Und jetzt fällt mir schon der erste kleine große Fehler auf. Und zwar, ich habe ein kleines Programm gecodet, das sollte quasi eine DDoS-Attacke ausführen, Denial of Service heißt der DDoS, oder Distributed Denial of Service, und da habe ich das ausgeführt, mal zum Spaß auf einen eigenen Dienst, beziehungsweise auf dem Server von einem Befreundeten, der mir das Ganze erlaubt hat, und nur mal zu schauen, ob da was ankommt und so. Es ist was angekommen und ich habe dann hier festgestellt, weil hier unten dann mal so eine Meldung kam von Kaspersky, ja, von wegen irgendwie so das Teil, das sendet jetzt in 2 Minuten irgendwie 3 Megabyte ins Internet, hat keine wirkliche vertrauenswürdige Signatur und hat auch keinen Hersteller angegeben, also ob ich da nicht das Teil vielleicht mal stoppen möchte. Und dann kam dann so eine Verlinkung quasi auf den Netzwerkmonitor, den findet man hier, Kontrolle der Arbeit im Netzwerk. Und dann hier unter Netzwerkmonitor. Und da findet man dann alle Programme, die hier gerade senden, die ganzen offenen Ports und den Netzwerkverkehr. So, und ihr seht schon, an einem Tag, das ist jetzt Zeitraum ein Tag, hat mein Programm angeblich 142 Gigabyte gesendet. Gigabyte. Also hier ein kleiner Fehler. Öffnen wir das ganze Programm mal. Das ist noch im Beta-Status. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht veröffentlichen. Weil ein DDoS-Programm ist ja jetzt auch nicht wirklich so legal. Wir können ja mal hier unsere lokale IP eingeben. 127.0.0.1. Ja, ich werde wahrscheinlich keine Antwort kriegen. Da brauche ich mal die Google IP schnell. Ich zeige euch mal schnell, wie man eine IP rausfindet. Indem wir jetzt einfach mal in unser Suchfeld eingeben. Google IP zum Beispiel. Ist ja relativ einfach. Firefox braucht schon wieder so lang zum Starten hier. Jedenfalls, wir müssen hier die Ziel-IP eingeben, hier den Port, das ist der Port 80 für die HTTP-Kommunikation. Das hier die Anzahl, das machen wir mal auf 1000, 10.000, 100.000, 1 Million Anfragen, dann haben wir erst ein bisschen Zeit zu reagieren. Geben wir mal Google IP ein. So, bekommen wir jetzt hier gleich Ultratrace. So, jetzt haben wir hier die IP. Zum Beweis können wir gleich mal die IP aufrufen. Zack, bekommen wir Google. Perfekt. Fügen wir mal Google ein, wie gesagt, machen wir mal nur 100.000 Pings, das, also Anfragen. Das sind keine Pings übrigens, sind keine Pings. Wir arbeiten hier mit 10 Threads. Status muss ich noch ausfüllen, also wie gesagt, Stop funktioniert auch noch nicht. Also, wenn wir das Ganze mit hier einem 10 Byte machen, quasi. Dann sendet er hier die Anfragen und normalerweise wird es hier auch bemerkt werden, bloß das Problem ist, es ist schon so viel gesendet worden angeblich, da kommt er nicht mehr mit. Also es wird wirklich richtig gezählt hier. Das stimmt. So. Und der Rattert die wirklich schneller durch, als hier steht, denn die GUI, also die Graphics User Interface, ist mal wieder langsamer als die internen Variablen, mit nach der das eigentlich geht. Das heißt, es wird dann schon bei 999.000 irgendwas zu Ende sein. Okay, gut, schließen wir mal das Programm hier. Man sieht es jetzt hier leider nicht. Ich müsste das Programm vielleicht umbinden. Ah nein, hier sehen wir es. Genial. Genial, der hat es nochmal als neues Programm aufgemacht. Genial, also. Hier sieht man schon die Anfragen, die Requests. 10 Byte stimmt natürlich hier nicht, weil das viel mehr Anfragen schon gesendet wurden. Also wirklich, ich finde es eine gute Funktion. Ausgehender Datenverkehr und eingehender Datenverkehr, also 0 Byte eingehend, 99 Kilobyte ausgehend schon jetzt.
Also es stimmt schon, dass das, was hier steht, es ist wirklich mehr als hier angezeigt wird, weil das Label ist einfach zu langsam dafür. Okay, gut, machen wir mal offene Ports. So, Kaspersky öffnet hier anscheinend auch einige, aber gut. Da oben können wir mal zumachen von Generic Host Process System machen wir mal zu. Die DDoS Tool, es hat immer jetzt hier, also es hat schon einiges offen. 16 jetzt, 21, also sehen wir dann hier auch die Ports, also wirklich eine super Funktion. Funktioniert bis dahin auch ganz gut. Können wir nur ein bisschen reinzoomen, oder? Geht es? Ah, schade. Das scheint jetzt hier nicht möglich zu sein. Firefox hat übrigens auch 30 Verbindungen, also der hat schon ganz schön aufgebaut, ne? So, wir sind jetzt ungefähr beim Zehntel angekommen und bereits über 100 Kilobyte gesendet. Das heißt, es werden ungefähr, kann man sich jetzt auch hochrechnen, knapp 1 Megabyte gesendet, und 1 Megabyte an Daten senden über eine UDP-Verbindung ist übrigens ein Unterbaustein von der TCP. Zu senden, bezeichne ich jetzt nicht wirklich als DDoS. Also, wenn wir mal einen Taskmanager aufrufen, dann werden wir sehen, hier das DDoS-Programm verbraucht ungefähr, ja, sagen wir mal 15%. Also von daher wäre das Programm eigentlich auch geeignet für ein Botnetz, weil, ja, ein gutes, das nennt man dann um, zum Beispiel wie irgendwie sowas wie SCV-Host oder irgend sowas, ja. Also verbraucht nicht sehr viel Rechnerleistung und hat auch nur relativ wenig Arbeitsspeicher, den es braucht. So, bis dahin funktioniert das ganze Programm jetzt. Wir können das eigentlich mal abblasen hier. Wir sehen, dass das Ganze funktioniert. Blockierte Computer haben wir nichts, offene Ports können wir uns ja auch anzeigen lassen. Funktioniert alles super bis jetzt. Bis jetzt. Machen wir es zu, öffnen wir eine neue Instanz von dem Programm. Das wird hier wieder angezeigt werden. Fügen wir die Target-IP ein, den Port 80. So, und jetzt machen wir mal nochmal ein paar tausend. Und jetzt machen wir die Size richtig schön hoch. Also, das wären jetzt quasi. Moment, 1000. Das wären jetzt 1 Megabyte-Pakete. Starten wir. Und jetzt wird sich gleich hier was ganz Interessantes zeigen. Und auf einmal haben wir 640 Megabyte gesendet. Auf einmal 1 Gigabyte. Auf einmal 2 Gigabyte. Ich schneide hier nicht rum, da muss man vielleicht noch die Uhr hinzufügen. So. Hier haben wir die Uhrzeit. 2 GB dürften es gleich. Ja, 4,4 GB. 4,4 GB. Schwupps, sind wir bei 5,5. Wir sehen hier auch 54 Prozesse, 108 und. Ah, schade, sind die ganzen Prozesse wieder abgebaut. Also, das mag ja vielleicht noch stimmen, aber diese 5,5 GB, die werden nie im Leben, 8,4 werden nie stimmen. Also hier haben wir einige Ports offen. Wir sind hier UDP, bla bla bla, schön und gut. Also wirklich, wow. Hey, das sind ganz schön viele jetzt im Moment. Also ich fake hier nicht. 8,4, jetzt dürften es gleich 15 oder so sein. Laut der Kaspersky-Rechnung 13,6. Okay, gut. Und da habe ich innerhalb von 5 Minuten dann vorhin 1, ja, 140 Gigabyte gesendet, angeblich. Stimmt natürlich nicht, machen wir es mal zu. Wo das Ganze hier auch aufhören. Moment, die DDoS-Tool. Oh, das hat noch nicht finished. Er hat Background Worker halt, ne? So, jetzt müsste es aufhören. Ganzen Ports richtig geschlossen, Ende Gelände. Also das ist ein relativ großer Bug. Oder was auch immer. Und das sollte in einem Sicherheitsprogramm eigentlich nicht sein.
Ich weiß nicht, was man da falsch gemacht hat. Hat man da die Hashes falsch genommen? Hat man da vielleicht den Buffer zu klein gemacht? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das sollte bei einem guten Antivirenprogramm nicht vorkommen. Okay, gut. Also wenn jetzt jemand hier eine gute Erklärung hat, dann möchte ich Sie bitten, an mich zu schreiben. Vielleicht hat man auch einfach immer die Ports sind zu lange offen. Für die Kaspersky ist es gut und das zieht dann alle 0,1 Sekunden die Größe von den Ports, die gerade offen sind, und da waren ja einige offen, weil das Programm, das drückt nämlich ununterbrochen neue Ports quasi nach, ja. Wenn die alten nicht fertig sind, dann bleiben die halt so lange offen, bis sie es gesendet haben. Und vielleicht nimmt man dann die ganzen Ports 10 mal in der Sekunde, 10 mal 100 Byte, sage ich jetzt mal, in der Sekunde und dann nochmal 100, ja, kommt man dann auf ungefähr sowas, wenn man das dann mal so und so viel nimmt. Mal 10 Threads, mal je 3 Ports, mal je 100 Byte, ja, kommt man schon auf sowas. Also ich weiß nicht, was man da gemacht hat, auf jeden Fall Big Fail. Also finde ich relativ schlimm. Also es beeinträchtigt die Sicherheit vom Computer nicht, aber wenn schon solche Fehler passieren, das mit einem selbstgeschriebenen Visual Basic Programm, möchte ich nochmal zeigen, dass das hier wirklich voll Beta ist noch. Kein Copyright gesetzt. Dateiversion, alles hier noch Standard. Habe ich im Visual Basic programmiert und dass man mit so einem einfachen Programm diese Zählweise hier so stark manipulieren kann, das sollte eigentlich nicht sein. Wenn solche Fehler schon existieren, dann weiß man nicht, ob jetzt vielleicht auch der proaktive Schutz zum Beispiel große Fehler hat. Okay, gut, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao, Ihr Malwindow.